Großeinsatz der Polizei heute Morgen in Berlin-Friedrichshain. Gesucht werden die beiden ehemaligen RAF-Terroristen Burkhard Garwig und Ernst Volker Staub. An den Durchsuchungen auf einem Bauwagengelände sind rund 130 Beamte beteiligt. Das Landeskriminalamt Niedersachsen führt gemeinsam mit der Polizei Berlin und dem Bundeskriminalamt derzeit Durchsuchungsmaßnahmen im Markgrafendamm in Berlin durch. Diese stehen im Zusammenhang mit der Fahndung nach den beiden gesuchten Räubern Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig. Gestern waren Staatsanwaltschaft und LKA mit neuen Fotos an die Öffentlichkeit gegangen. Sie sollen den 55-jährigen Garwig zeigen. Er hatte sich offenbar kürzlich mit seiner ehemaligen Komplizin, der am Montag verhafteten Daniela Klette, getroffen. Das waren sehr aktuelle Fotos, die vermutlich von Daniela Klette stammten, möglicherweise in der Wohnung von ihr gefunden wurden. Das heißt, das LKA Niedersachsen hat dann nochmal den Fahndungsdruck erhöht. Und möglicherweise ist diese Razzia oder diese Durchsuchung heute schon ein erstes Ergebnis dieser Fahndung. Bei dem Polizeieinsatz heute werden dann mehrere Menschen in Gewahrsam genommen. Sie sind inzwischen wieder auf freiem Fuß. Die Suche nach den Ex-Terroristen geht weiter.